Geschichte, die Geschichte von den Medien. Kein Märchen, keine Fabel, sondern echt, wie Brot aus Schwedien. Komm mit auf meinen Streifzug durch die letzten 100 Jahre, Mann. Von Zeitung, Radio, Fernsehen und die Macht, die man so haben kann. Okay, wir fangen an in Deutschland 1933. Die Nazis kommen an die Macht, man unterstützt sie fleißig. Die Rüstungsindustrie und Bonzen schärfen schon die Messer. Sie kaufen Volksempfänger, Propaganda läuft so besser. 24 Stunden, schöne Kopfwäsche rund um die Uhr. Das Volk wird eingeschworen und das Volk, es leistet diesen Schwur. Am Anfang ist man skeptisch, Wiederholung hinterlässt eine Spur. Doch steht der Tropfen, hört den Stein, am Ende siegt der Wahnsinn pur. 10 Jahre hat's gedauert, Gehirne eingemauert. Millionen sind krepiert dafür, es ist die Welt, die trauert. Doch Menschen, die vergessen schnell, wer wirklich daran schuld war. Das Geld, die Macht, die Medien, die wussten längst, was wahr war. Meinungsmacher sind die Droge der Nation. Sie kastrieren die Gehirne, seit zu vielen Jahren schon. Manipulieren die Gedanken, ihre Wahrheit ist ein Hohn. Hör zu und bilde deine Meinung über Meinungsmacher. Meinungsmacher sind die Droge der Nation. Sie kastrieren die Gehirne, seit zu vielen Jahren schon. Manipulieren die Gedanken, ihre Wahrheit ist ein Hohn. Hör zu und bilde deine Meinung über Meinungsmacher. Wir verweilen mal in Deutschland, der Krieg verloren und grad vorbei. Und wieder teilen Geld und Macht und Medien dieses Land in zwei. Auf der einen Seite sind's die Russen und Pseudokommunisten, Franzosen, Amis, Briten, auf der anderen Pseudokapitalisten. Und wieder geht das Spiel von vorne los, es heißt jetzt kalter Krieg. Die Medienpropaganda in der Blüte feiert ihren Sieg. Man kann ein Volk ganz einfach teilen, ohne Stress, gar kein Problem. Man muss halt Meinungsmacher sein und an den Wahlskrippen drehen. So marschiert das deutsche Volk an jedes in die andere Richtung. Was für den einen gut und recht ist, ist für den anderen Lug und Dichtung. Man schlägt sich mittels Funk und Fernsehen allzu gern die Köpfe ein. Die Wahrheit liegt meist in der Mitte, Kritik erstickt man gleich im Keim. Die Mauer fiel, es ist vorbei, ein neues Ziel und wir sind frei. Doch 40 Jahre gehen an einem Volk niemals spurlos vorbei. Guten Abend, meine Zuschauer. Meinungsmacher sind die Droge der Nation. Sie kastrieren die Gehirne seit zu vielen Jahren schon. Manipulieren die Gedanken, ihre Wahrheit ist ein Hohn. Hör zu und bilde deine Meinung über Meinungsmacher. Meinungsmacher sind die Droge der Nation. Sie kastrieren die Gehirne seit zu vielen Jahren schon. Manipulieren die Gedanken, ihre Wahrheit ist ein Hohn. Hör zu und bilde deine Meinung über Meinungsmacher. Und plötzlich stehen wir da, im Hier und Jetzt und heute angekommen. Das Land der Dieter und der Denker haben's schweigend angenommen. Und niemand fragt sich noch, was draußen wirklich falsch und wahr ist. Die Diktatur der Medien beherrscht uns, dass es klar ist. Sie haben daraus gelernt, aus ihren Fehlern der Vergangenheit. Man lullt die Leute langsam ein und Schwachsinn macht sie schleichend breit. Die Fakten werden wiederholt und eingestreut von Zeit zu Zeit. Man schockt die Menschen nicht mehr so, nur so vermeidet man den Streit. Wir kriegen ein Gemisch serviert aus Werbeblock und tralala. Ne bloß nicht denken Suppe, bitte lächeln, alles wunderbar. Niveau und Schwachsinn halten sich schon lange keine Waage. Man fragt sich jetzt, wem nützt das ganze Spiel? Hört, was ich sage. Die Industrie mit Sony, Politik mit Berlusconi, die Scheinwerfer um Mr. Bush. Man kauft die Medien husch, husch, husch. Verlage, Axel Springer, wickeln alle um die Finger. Meinungsmacher regieren die Welt mit Habgier, Geld und Macht. Meinungsmacher sind die Droge der Nation. Sie kastrieren die Gehirne seit zu vielen Jahren schon. Manipulieren die Gedanken, ihre Wahrheit ist ein Hohn. Hör zu und bilde deine Meinung über Meinungsmacher. Meinungsmacher sind die Droge der Nation. Sie kastrieren die Gehirne seit zu vielen Jahren schon. Manipulieren die Gedanken, ihre Wahrheit ist ein Hohn. Hör zu und bilde deine Meinung über Meinungsmacher. Meinungsmacher sind die Droge der Nation. Sie kastrieren die Gehirne seit zu vielen Jahren schon. Manipulieren die Gedanken, ihre Wahrheit ist ein Hohn. Hör zu und bilde deine Meinung über Meinungsmacher. Meinungsmacher sind die Droge der Nation. Sie kastrieren die Gehirne seit zu vielen Jahren schon. Manipulieren die Gedanken, ihre Wahrheit ist ein Hohn. Hör zu und bilde deine Meinung über Meinungsmacher. On my orders, the United States military has begun strikes. These carefully targeted actions are designed to attack the Islamic State. This military action is part of our campaign against the Wehrmacht, the Heer, the Luftwaffe, the Marine. Sie sind ja kein Selbstzweck. Sie alle sind ein Mittel zum Zweck. Über allen stehen die Sicherung der Freiheit.